Ja, hallo Film- und DVD-Fans zu einer neuen DVD-Review. Heute geht es um einen Vampirfilm. Children of the Night. Ah, ich beiß euch gleich alle. Nein, mal ehrlich. Wir sind alle ziemlich geschädigt seit 2008 von diesen Twilight Morgs, wo Vampire, ja, hübsch sind, Werwölfe, Sixpacks haben und Halali Halala ist den ganzen Tag. Aber mit dem klassischen Vampir-Dasein hat das ja mal gar nichts zu tun. Und so hübsche Vampire stoßen mich total ab. Sie sind dann für mich einfach nur Emos. In Children of the Night von Tony Randall geht es ein bisschen gepflegter wieder zu. Obwohl der Film die letzten 20 Jahre nicht sehr gut überdauert hat. Und man sehen seine Spuren ganz klar erkennt, die nach Low Budget schielen. In dem Film geht es um den Vampirfürsten Sarkür, der in der Stadt Elberg versehentlich wieder zum Leben erweckt wird. Und was macht er natürlich? Er knabbert dann die erstbesten jungfräulichen Hälse an und verwandelt auch den Rest der schrulligen Bevölkerung in Vampire. Das findet natürlich der Pater Eldin, der in der Nachbarschaft wohnt, natürlich heraus, weil der hat nebenbei noch eine Liebelei mit seiner Schwägerin am Laufen. Die wird natürlich von ihrer Tochter gebissen und der beide, ja, sperrt er kurzerhand in seinem Haus ein, wo sie dann in einem Zimmer vor sich hin vegetieren dürfen und ja, nicht mal nach draußen dürfen, um mal einen Hals anzuknabbern. Da hilft natürlich nur sein bester Freund Mark Gardner, ein Lehrer, ein Anzugträger, der dann nach Elburg gehen soll und mit einem, ja, ganzen Ladung an Fehlen, die ganzen Vampire fehlen soll. Allerdings gibt es hier eine Lösung. Wenn man den Verursacher, und das ist Sarkür, ja, um die Ecke bringt, ist das Problem mit dem Vampirismus gleich vorbei und alle sind wieder erlöst. In anderen Filmen geht das nicht. Da kann man nicht einfach den Obermacker abmorken und alle sind befreit. Nein, deswegen hat der Film weit gar keine großartige tragische Komponente. Er ist über weite Strecken sogar unfreiwillig komisch, wenn ich nur erwähne, dass da ein nerviges Kind ist, was schon mal alle Bewohner Elburgs nackt gesehen hat. Und dies kommt sogar zweimal zum Vorschein. Da denkt man doch, Kind, du bist ein ziemlicher Spanner geworden. Ja. Children of the Night, das muss ich allerdings leider sagen, ist ein purer Durchschnittsfilm, der damals 1991 von dem amerikanischen Genre-Magazin Fangoria produziert worden ist. Und es ist auch nicht Tony Randalls beste Regiearbeit. Seine beste Regiearbeit wird immer noch Hellraiser 2 Hellbound sein. Und das für immer und ewig. Dennoch, Children of the Night hat in den 91 Minuten Laufzeit sehr viel Spaß gemacht, auch wenn er nach einer Dreiviertelstunde sehr abflacht und sich dann peu à peu eigentlich zu einem recht laschen Finale hinarbeitet. Was ein bisschen an Action mangeln lässt. Genauso die Fraktion, die gerne etwas härter hat und etwas blutiger, wird leider etwas außen vor gelassen. Es gibt ein paar Effekte, eine Handvoll Effekte, wo schon mal jemand die Gesichtshaut abgeschlagen wird, was dem Ganzen erst recht einen comichaften Touch gibt. Der Film schwankt immer zwischen gewollter Komik, einem gewissen ernsthaften Unterton, in dem halt ja das Christentum bisweilen etwas verarscht wird, und halt seine unfreiwilligen Komik. Da können selbst die Make-up-Vampire von KNBFX nichts großartig ausrichten, um dieses kleine Häppchen über den Durchschnittsbrei hochzuheben. Und auch Daniel Lichts sehr sakrale, gotische Musik, die teilweise auch an Hellraiser erinnert, ich weiß nicht, ob die selber Stücke aus Hellraiser da wiederverwendet haben, kann nicht verhindern, dass dieser Film einfach im Mittelmaß versumpft. Trotz halt einiger guter Momente ist es einfach ein bisschen zu wenig Action, aber in Twilight gab es auch nicht viel Action, da wurde mehr rumgeheult, hier wird nicht rumgeheult, hier gibt es etwas an Humor, hier gibt es auch ein bisschen Erotik, hier gibt es auch ein paar Effekte, die versuchen wollen, dass dieser Film doch ein bisschen härter rüberkommt und dass ein Ungeprüftsein auf dieser DVD eigentlich nur lächerlich ist, in Angesicht, dass selbst ein Arnold Terminator wieder vom Index befreit worden ist und hier Leute ewig durchsiegen darf. Children of the Night ist kein kompletter Ausfall, nein, ich habe schon gesagt, aber es ist ein durchschnittlicher Vampir bist. Wer sich richtig beißen lassen will, der muss sich natürlich jetzt zu Daybreakers, Daybreakers holen. Da wird man ordentlich gebissen, da explodieren sogar für eine 16er Freigabe mal ab und zu ein paar Leute. Hier allerdings ist es nicht so. Also Children of the Night, das ist die Zweitauflage von NSM, ist natürlich indiziert. Die Indizierung ist völlig überholt. Die Rückseite, ja, gibt es ein paar nette Bilderchen, die vermuten lassen, dass der Film ein bisschen blutiger ist. Allerdings, den Film kann man nicht wirklich ernst nehmen, er ist mehr ein komödiantisches Vehikel
Und diese Story hinten, die funzt eigentlich auch gar nicht. Der Sakür erwacht eigentlich und er kommt nicht jede Nacht aus seinem Loch raus und fährt über Mädchen her und der Priester, Pater Eldin, der feiert auch keine schwarzen Messen und der Lehrer Gardner ist mit diesem jungen Mädchen doch nicht zusammen. Ja, und es gibt auch keine Orgie aus Blut am Ende, das ist völliger Quatsch. Also wirklich. Ja, deswegen bekommt der Film auch nur, ja, 6 von 10 Punkten oder Sternchen oder so Plastik-Vampir-Gebisse. Mehr nichts, mehr hat es wirklich nicht gereicht. Er hat gut unterhalten, aber nach, wenn man die DVD wieder rausholt, und man sitzt dann wieder an der Helligkeit hockt, hat man den Film auch wieder vergessen. Also wirklich. Aber wenn man was anderes sehen will, als immer diese scheiß Twilight-Romanzen-Knutschereien, Scheißereien wegen so einem blöden Mädchen da, der kann sich Children of the Night geben oder ich empfehle euch Daybreakers oder Blade oder Werner Herzogs Nosferatu oder keine Ahnung was. Aber ja, es ist allerdings nur Durchschnitt, aber es sind auf jeden Fall, es sind richtige Vampire, nicht dieser Twilight-Käfer. Auf jeden Fall, das war meine DVD-Review zu Children of the Night von Tony Randall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, fleißig kommentieren, aber auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Ich bin raus. Euer Lord. Gute Nacht. They are the sons of evil. They are the daughters of darkness. They were born when hell began to burn. In the classic tradition of Nosferatu and Dracula comes a terrifying story of the undead and the innocent souls they must seduce to survive. But the only way to help them is to find the source of the vampires. We are their prey. He is their lord. They are his children. Children of the night.